Moin, wir starten unsere Reise Mars in den Erdzeichen und heute mit Mars im Zeichen Stier. Und gleich vorweg, im Stier fühlt er sich jetzt auch nicht ganz so wohl. Ihr erinnert euch, Mars in seiner Grundenergie, der Widderenergie, ist er sehr impulsiv, sehr dynamisch, sehr actionreich. Da hat er einen Impuls und tut. Das findet der Stier, die Stierenergie jetzt nur so semi-gut. Denn damit sich Stierenergie, in die sich unser Mars jetzt einpassen darf, bewegt und ins Tun kommt, dann muss da was bei rumkommen. Also ein Mars in Stier wird nur dann sich von der Couch erheben, wenn am Ende was Verlockendes auf ihn oder sie wartet. Nur so, just for fun, was Mars durchaus einfach mal machen würde in sein Feuerelement, wird ihm im Stier nicht passieren. Also das muss sich lohnen, da muss irgendein Gewinn, ein Wert, irgendwas muss rumkommen, weil sonst, ich sitze doch hier ganz gemütlich, warum sollte ich das tun? Das ist sehr, sehr ökonomisch. Also damit gar nicht so unvernünftig. Und das heißt, er kommt wirklich dann ins Tun, wenn er einen Gewinn davon hat. Also irgendeine Wertsteigerung. Es sei denn, er darf sein Revier verteidigen. Also der Stier hat auch immer so, das ist meins, das weiß ich Bescheid. Und wenn das in Gefahr kommt, also da irgendjemand Fremdes unerlaubt in den Vorgarten tritt, das könnte den Mars dann doch auch noch mal in Wallungen bringen und ins Handeln vor allen Dingen bringen. Also von daher ist dein Mars im Stier, der ist einfach schon mal ein bisschen sehr viel gemütlicher, als es ein Mars von Natur aus tun würde. Das ist aber gar nicht schlimm, denn auch für dich habe ich eine Strategie, was du tun kannst, wenn du Action, Dynamik, Handlungskraft und Mut brauchst, dein Mars aber ganz gemütlich lieber in der Ecke hängen möchte, dann ein paar Tipps auch für dich natürlich. Ich gucke nochmal meinen Spickzettel. Also Mars liebt ja an sich Neues, Stier liebt Vertrautes. Das heißt, wenn du aber in die Lage kommst, was Neues zu tun, dann sorge dafür, dass du ein vertrautes Ambiente hast. Also, dass es irgendwie Facetten gibt und sei es nur dein Arbeitsplatz oder deine Lieblingstasse oder irgendwas, was dir ein vertrautes, sicheres Gefühl gibt, weil das ist ganz wichtig für Stierenergie. Das muss berechenbar sein, das muss Sicherheit vermitteln. Und wenn du schon was ganz Neues tun musst, dann mach es in einem vertrauten Rahmen. Und plane. Also, wo Mars vorprescht, im Sinne wird schon, das ist nichts für Stiermarse. Stier Marsianer. Das heißt, plane, setz dich hin, bereite gründlich vor, durchdenke, nimm dir Zeit dafür. Das ist auch nicht so eine, wir brechen es übers Knie Geschichte. Also nimm dir Zeit, mach es in Ruhe, prüfe es und zu dem Stier gehört die Venus und die Venus ist auch eine Freundin der Sinne. Also vielleicht gönnst du dir einen schönen Tee, einen leckeren Kaffee, was auch immer dir gut tut. Also wichtig ist, dass du es dir schön und behaglich drumherum machst, damit du diese Mars-Energie, nämlich ins Tun kommen, voranpreschen, gut ausbalancieren kannst. Ja, ausbalancieren, das ist vielleicht ein gutes. Also spicke alles, was neu ist und was dich eigentlich zum werden lässt, mit vertrauten Aspekten. Und dann kommt auch dein Mars locker flockig von der Couch. Schattenseiten. Du ahnst es sicher schon, ich sag mal, Bequemlichkeit bis Faulheit. Das ist halt so eine, wenn man immer lieber alles so lässt, wie man es kennt, wie es vertraut ist, was berechenbar ist, dann wird es halt auch alles schnell starr und eng und man bewegt sich gar nicht mehr und es wird immer schwieriger, Neues zu wagen. Dann würde ich dir diese Strategie empfehlen, dass du dein Mars ein bisschen Feuer unter dem Hintern machst. Und wenn du also ein Projekt hast, dein Mars noch ein bisschen keine Ahnung, sowas im Winterschlaf macht, dann
Spicke dein Vorhaben mit, also prüfe es auf Sicherheit, auf das Gefühl von Sicherheit und baue irgendwelche Prozesse ein, die dir ein stabiles Fundament geben, damit du Neues mutig angehen kannst. Dann klappt das. Und kommen wir zu den Superhelden. Liegt auf der Hand, oder? Also ich finde das von allen der einfachste. Was meinst du? Hulk. Zugegeben, nicht der ganz junge Hulk, weil der hatte, also in der Astrologie gibt es ja immer drei Formen, die schöne, die gelebte Form, dann die, dessen Wort mir jetzt gerade nicht einfällt, die gehemmte Form, das, wenn wir eine Energie unterdrücken, und die übersteigerte Form. Und da hatte er wahrscheinlich, war etwas in der Übersteigerung. Und erst jetzt so mit den Jahren, als er seine Heilkräfte entfalten, entdecken konnte, Frieden mit seiner Wut schließen konnte, finde ich, wurde er ein schönes Beispiel für Mars im Zeichen Stier. Denn er ist ja immer noch was, er ist ja immer noch was Gemütliches, also sowas Bedächtiges. Und er checkt genau und er ist auf Sicherheit bedacht und ja, lieber nochmal prüfen. Aber wehe, wehe, man ärgert ihn. Wehe, es geht was an seine Lieben. Ja, dann platzt ihm halt im wahrsten Sinne des Wortes der Kragen und er wird ganz grün um die Nase und er wird zu Hulk. Und das finde ich ist perfekt für Mars in Stier. In diesem Sinne, und du weißt ja, alle Zeichen sind wunderbar, alle Planeten sind wunderbar und die Superheldinnen und Superkräfte sind auch alle ganz wunderbar und zauberhaft. Und Hulk auch. In diesem Sinne, hab einen schönen Tag und wir sehen uns morgen zu Mars in der Jungfrau. Ein weiteres Erdzeichen. Bis dahin. Und ich freue mich übrigens, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, wenn du da ein Abo dalässt und ein Glöckchen drückst, damit du informiert wirst. Und vielleicht, falls du heute einen großzügigen Tag hast, hinterlässt du mir noch ein Herzchen. Also, würde ich mich freuen, wenn es dir gefällt, dass ich das auch sehen kann, dass das, was ich hier so tue, irgendwas für dich beinhaltet. So, jetzt aber. Tschüssi, bis morgen und bis bald. Lass es dir gut gehen.